Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich habe mal kurz gerechnet, müsste so sein. Und wenn nicht, ist auch egal, ne? So, wir werden jetzt wieder fahren auf Feldenmoro, ja, 14. Können wir gleich düngen. Ist um die Ecke. Aber 40 ist doch gleich wachsen. Das Maisrenne, okay. Das dauert ja noch ein bisschen. Okay, dann machen wir auf Feld Nummer 1. Da haben wir ja. Ich glaube Hopfen eingepflanzt, Hopfen, ja, die Hopfen. Und dann machen wir 14 und die 2. Also der Reihenfolge. Dann haben wir einer fertig. Weiß gar nicht ganz wo. Aber das finden wir nicht raus. So, hier. Zack. Und einstellen geht nicht, dann wollen wir mal erstmal generieren. Ne? Das ist ja auch eins, zweimal. Gut, zack. Zurück. Einstellen. So, da sind wir. Ich klicke mal durch. Der ist noch nicht fertig. Wir waren da fertig. Der. Das ist jetzt auf. Wo war das gewesen? 19. Dann geht er auf die 2. Oder auf die 3. Teil 3 ist ja unser Raps. Später ran, aber ich weiß, aber der nächste ist fertig. Mensch, es geht da flach auf flach. Oh, Dürreschein oder nicht gut ausgesehen? Nicht ausgesehen. Oder Dürreschein, kann auch sein. Naja, wir haben trocken, ne? Ist schon ein Problem. Na, unser Heu im Auge behalten, ne? Dass trocken wird. Muss ja auch noch gemacht werden. Dünger müsste reichen. Ja, haben sie tun, ne? Ja, ich muss auch irgendwann mal die Outdoor-Kurse vervollständigen. Das können wir auch gleich machen, das ist kein Problem. Das ist ja auch fällig, ne? Und dann Tabak. Vom Pflanzenschutz immer mal geplant. So. Löschen. Kurzgenerierung. Ja. Vielleicht mache ich hier wieder Grashalm, mal sehen. Was schön angemalt ist, ne? So. So, die Wiese ist fertig. So. Fein, fein. So. Dann gehst du zu. Der hat keine Pflegebereifung. Aber gut, bei der ersten Abkühlung die ganze Tage ist. Aber ich gehe da kein Risiko ein. Also zurück zum Hof und Pflegebereifung. Auf. Weil hier wollen wir gerade mal düngen, denke ich mal. Irgendwann, wann genau, weiß ich nicht. Aber muss gerade gemacht werden. So. Machen wir geradeaus. Das äußere ist Maschinenschon, ne? Erstmal Pflegebereifung und dann sind wir weiter. Dreiviertel neun. Ja, heute Abend noch ein bisschen bearbeiten, ne, und dann morgen fleißig hochladen. Aber er braucht hier ganz schön Ressourcen, nicht gerade so, ne? Also.
Oder eigentlich hier in CBU. Nicht so viel hat normalerweise die Reserve, ne? Ja. Na, Pflegereife muss sein. Tanken brauchen wir nicht. Waschen auch nicht, das muss man nicht. Aber was? Alle reparieren. Können wir es nicht machen, ne? Aber wir wollen nicht streichen, ne? Traktor wollen wir machen. Okay. Jetzt haben wir uns rausgezwitscht. Also. Traktor, reparieren, ja. Pflegebereifung. Bei der Pflegebereifung. Auf zum Feldbüro 3. Gleich Dünger holen, ne? Machen wir gleich voll. Obwohl, das müsste mal was reichen. Aber dann geht doch mal sicher. Ja, was da? Weit gefahren. Die Produktion läuft ja gut. So, auf zum. Kürzen hier mal ab, hier ist kein Kran. Ne? Ich muss hier mal eine Straße aufzeichnen, obwohl die hier an der Kreuzung sind. Ne? Keiner gesehen. Ja, nach langer Zeit ist er immer gewachsen. Aber 3 Tage ist echt unkürzlich, das muss man dazu sagen. Also, mache ich nie wieder. Anfangs muss gut sein, wenn man keine Felder hat. Aber jetzt ist das ein Nachteil. Ist der auch schon fertig? Jetzt wollen wir gleich mal den anderen nehmen und den Schwatter mitnehmen, ne? Weil die anderen weiter arbeiten. Oh, ist schon die 7. Folge. Aber wie gesagt, das schaffen wir noch. Zum Besinnfahren. Heute muss er trocken werden, ne? Also, da wir nur auf 1 spielen, dauert das ein bisschen länger. Aber heute denke ich mal, wir sind garantiert trocken. Wir haben sie schon mehrfach gewendet, 2 Mal insgesamt. Jetzt soll es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Nach Motto, die Sonne muss ja einwirken, ne? Dann können wir auf Feld Nummer 23 noch ganz kurz eintragen mit Rollreif. Die Wiesen müssen noch gedüngt werden, die 14 und die 2. Die anderen sind ja schon durch. Gerste noch vielleicht da oben. Mal sehen. Die Gerstefelder haben wir. 1 haben wir schon. 1 noch. Sobald einer Runde fertig ist, können wir ja zum Gerstefeld fahren. Oben bei der BGH. Da wo ich gerade hinfahre. Stellen wir so fest, wir brauchen mehr die Auralgrose. Wäre eine große, erste große Erleichterung, also wenn wir da immer abschicken können. Ne? So. Dann können wir noch die Ballenpresse mit hinschicken, wenn ihr wollt. Oder im
entsprechend. Muss ich mal gucken, jetzt wenn wir den Autodrive aktivieren, so dass wir sehen können, wo die Kurse überhaupt sind. Da ist ein Kurs. Will er jetzt zur Wiese fahren? Das heißt, von hier weg. Dann gucken wir mal, ob der rote Fall nach, schlecht nach vorne geht. Jetzt werden wir mal auf Kurs starten. Ein bisschen nach links ausziehen. Jetzt kommen wir hier nicht rum. Jetzt fahren wir hier zur Wiese. Schön rechts fahren. Wollen wir hier kurz mal beenden und Feld 23 habe ich enttäuscht. Wir müssen später noch einen Feldkurs erstellen und eine Abfahrt auch noch schaffen. Aber erstmal sehen. Schwappen wir einmal. Das ist doof, ne? Kannst du die Zeit noch nicht trocken, ne? Gras. Das dauert noch eine Weile so früh. Okay, was wäre das? Wir wollten noch einen zweiten hinfahren, ne? Das ist ja ein großes Feld. Auf der 44, glaube ich. Dann haben wir noch einen zweiten hin. Da wird einer nicht schaffen. Fertig. Magnum ist fertig. Maximum. Ne? Kurz mal rüberfliegen. Dann kann der die Wiesel machen. Jetzt die zwei. Kurs löschen. Der auf 1 könnte dann die 14 machen und der auf 3 geht dann über auf die Feldnummer 36, glaube ich. Leitplanke ist nicht gut. Wenn wir darüber fahren, ne? Hängen wir fest. Dann die Wiese düngen. Selbst die Gräben haben wir wieder weniger Wasser. Dürre. So. Da sind wir. Das Generator. 2. Bahn. Anschalten. Zurück. Einstellung. Und schnell weglaufen, bevor der mir einsaut, ne? So, der Hopfen muss auch noch gedüngt werden. Der 18 und der 17. Oh. Da fahren wir. Kursplay. Feld Nummer 44. Da fahren wir die Straße rauf, weil da müsste er eigentlich alleine hinkommen. Ne? Blocking, Dünger, leider fertig. So. Und auf geht's. Tschüss. Relativ 14.
passt ja. Dann brauchen wir einen LKW und Abfahrer, ne? Für Feldnummer 44. Dann müssen wir noch einen Randkurs einfahren mit dem Drescher, aber das wird nicht knapp, das wird nicht reichen. Der kommt da nicht rum. Aber da fahren wir jetzt halt mal die ersten Flug selber ab. Kurskopieren nicht. Kursgenerierung. 2 und dann haben wir den Feld, das Feld fertig, das Feld fertig. Dann müssen die beiden noch gemacht werden. Und 36. Ja. War ein bisschen zurück, der kann er da anfangen. So. Fleißig. Super. Ja, wird dunkel, das ist gut. So, dann gleich die Hopfenfälle. Noch. Gut, okay. Das ist gerade günstig. Also günstig nicht, aber dass wir das sehen. Das heißt, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Natürlich ist ein blöd in Anführungszeichen, aber wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen, ist es so eng, ne? Ja. Ist halt ungünstig. Aber ich sehe ja nichts hier, gibt ein Kursplay. Das ist immer. Aber irgendwo noch einen Modus, wo ich die Maus anzeigen kann, ohne Kosten zu aktivieren. Muss ich mal gucken. Ich habe große Angst, dass ich mir das nächsten Mal halt, ne? Ich meine, so ist ja schön, ne? Man braucht ja nicht zu kümmern. Ne? Einer fertig? Also nicht reif ist. Das wird dann wahrscheinlich laut. Also morgen noch nicht, also am dritten Prinzip, also das ist schon, ne, also morgen wird noch nichts reif werden, also am dritten, also im späten Sommer. An sich nicht logisch, aber wie gesagt, 3 Tage ist blöd. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Dann seid mal tschüss und winke winke, ciao ciao, ja. Vielleicht schaut ihr mal rein bei 7 City, wenn noch eine Folge kommt. Bin mir nicht ganz sicher. Tschüss!